nicht für mich, für alle, die daran mitgewirkt haben. Nach einer wirklich wilden Fahrt in den vergangenen Stunden, Sie können sich gar nicht vorstellen, was hinter der Bühne los war, fängt die Sache an, mir Spaß zu machen. Und ich hab große Lust, darauf hinzuweisen, dass den fantastischen Initiatoren dieser Veranstaltung, hier vorne sitzen Sie und gleich sehen wir uns auch auf der Bühne, etwas Außergewöhnliches gelungen ist. Ich muss Ihnen dazu eine Mini-Geschichte erzählen. Ich nehme nicht zu viel Ihrer Zeit in Anspruch. Sie wissen vielleicht, dass die große schwedische Band ABBA im vergangenen Jahr ein Comeback-Album veröffentlicht hat. Und in diesem Album eine Zeile drin, und die lautet: I wish someone could write an ode to freedom that we all could sing. Ein wirklich schöner Satz. Und am 24. Februar des Jahres 22, und wir alle wissen und werden nicht vergessen, was an diesem Tag passiert ist und seitdem, hat aber genau diese Zeilen nochmal veröffentlicht. I wish someone could write an ode to freedom that we all could sing. Stellen Sie sich mal vor, was die beiden Kerle gemacht haben. Also sie gedacht haben, Moment, das passt doch eigentlich ganz gut zu unserer Veranstaltung. Wer spricht, der kriegt. Hier ist es bei uns zu Hause. Und wenn man nicht anruft, dann wird das wohl nichts. Und dann muss man mal Kontakt aufnehmen. Und genau das haben Arndt und Helmut Andreas gemacht und haben Kontakt aufgenommen. Und ob Sie das glauben oder nicht, das hier ist die Antwort aus Schweden. Hello, Opera Galabon. This is a greeting from Stockholm. My name is Benny Andersson and this is my friend Björn Ulvaeus. And we're both very happy and honored that you've chosen our song Ode to Freedom for this occasion, because what the Ukrainian people is doing right now, the brave Ukrainian people is fighting and writing an ode to freedom. So thank you for wanting to perform this song tonight and good luck to you all. Thank you. Sagen Benny Andersson und Björn Ulvaeus, die beiden Männer vor, hinter und mit ABBA. Und diese Ode an die Freiheit soll das Schlussstück heute Abend sein. Ich danke Ihnen im Namen aller Mitwirkenden von Herzen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Anwesenheit, für Ihr Engagement, für Ihr Mitwirken, für Ihr Zutun, für Ihre Unterstützung, für Ihre Spenden natürlich auch. Und ich freue mich, dass alle Solistinnen und Solisten gleich auf die Bühne kommen, dass der Opernchor des Theaters Bonn noch einmal spielt. An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an das Beethoven-Orchester unter der Leitung von Jacques Lacombe. Und mit dem Segen aus Stockholm, mit der Unterstützung der beiden Männer von ABBA gibt es also heute in der Stadt, in der der Schöpfer der Ode an die Freude geboren wurde, die Ode an die Freiheit. Nehmen Sie das Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl, das Gefühl der gelebten Solidarität mit nach Hause, in Ihren Alltag, tragen Sie es weiter und versuchen wir alle auf unserem Feld die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen und ein bisschen friedlicher. Ich danke Ihnen sehr. Hier ist The Ode to Freedom.